Guten Tag, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Heute Morgen befinde ich mich in Deutschland, und zwar in Schlierbach. Das ist in der Nähe von Heidelberg, am schönen Neckar. Bin soeben mit der Bahn angekommen und mache jetzt für euch noch einen ganz kleinen Umweg, und zwar an der Neckar, um euch diesen schönen Fluss auch noch zu zeigen. Ich bin übrigens heute unterwegs nach Mühlhausen im Kraichgau. Sind etwas über 27 Kilometer, die ich heute zurücklegen werde. Ja, da muss ich jetzt noch über diese große Straße. Irgendwie geht das dann schon. So, da bin ich jetzt am Neckar. Ist ein wirklich schon breiter Fluss da. So, kurz vor Neckar, vor Heidelberg. Das letzte Mal bin ich da vorne über diese Brücke gekommen. Und jetzt werde ich auch nochmal auf diese Brücke gehen. Es ist heute Morgen leicht bewölkt. Ich hoffe, dass ich auf dieser Wanderung keinen Regen haben werde. Und sonst ja, bin ich auch danach ausgerüstet. Hier noch flussaufwärts. Und jetzt muss ich mich Richtung diesen Hügel bewegen und dann diesen Hügel erklimmen. Es ist heute Morgen doch ziemlich viel los. Hier überquere ich jetzt die Gleisanlage, das ist der Bahnhof, wo ich angekommen bin. Und von da geht es ziemlich viel bergauf. Ich habe heute etwa insgesamt einen Aufstieg von 410 Meter und einen Abstieg von 350 Meter. Ein großer Teil von meiner Wanderung geht durch den Wald. Aber auch hier im Wald gibt es sicher sehr interessante Sachen zu entdecken. Wie hier diese Steine. Ich weiß nicht, ob die von früher herkommen, noch von den Gletschern. Oder wie hier das Ganze entstanden ist, das kann ich leider nicht sagen. Wie gesagt, der erste Teil von meiner Wanderung geht ziemlich steil bergauf. Und auch am Anfang ist der größte Teil Wald. Aber also hier leider nicht so große Aussicht. Aber jetzt, wie gesagt, auch das da hier hat seinen Reiz. Und im Sommer, wenn es dann wirklich heiß ist, ist es hier sicher auch angenehmer hochzusteigen. Weil man kann ja im Schatten gehen. Auf
vorne ein umgefallener Baum. Der könnte halt auch mal weiter runterfallen. Da hoffe ich, dass dann niemand darunter steht. Ja, man braucht schon, oder muss ziemlich gut trainiert sein für diesen Aufstieg. Aber jetzt sieht sich doch ja, die Länge. Wirklich ganz toll, was hier die Natur geschaffen hat, diesen riesigen Felsblöcken. Noch diese Steine. Da ein großes Stück. Diese Steine herumliegen. Ich muss ehrlich sagen, zum Glück ist mir nicht in den Sinn gekommen, einen Stein in den Rucksack zu packen und mitzunehmen. Hätte zwar ein schönes Training gegeben. Von den Blättern, das ist so was Schönes, das gefällt mir einfach. Jetzt bin ich dann doch was oben. Komme ich da hier schon wieder in eine Autobahn rein? Aber ja, zwischendurch ist das auch schön, auf solchen Wegen zu gehen. Muss nicht immer nur so flach mit Pfade sein. Und hier habe ich doch auch ein wenig Aussicht in das Neckartal drunter. Dass jetzt auch noch kein Laub ist im Bäumen, sehe ich doch ein bisschen durch den Waldbusch. Auch hier ist noch eine ganz schöne Hütte. Wenn es Regen oder so, ist das da ein ganz, ganz schöner Rastplatz, wo man auch ja, in die Hütte rein kann und dort auch gut geschützt ist. Toll. Finde mich da voll im Wald. Und jetzt kann ich mich hier auf diesem flachen Teilstück auch ein wenig wieder erholen. Einfach hier, oder auch in Deutschland, sehr schade finde, sind, dass oft diese Wanderwege durch den Wald gehen. Ja, aber nichts dagegen, wenn
gute Teilstücke mal im Wald verlaufen, aber nicht so lange Etappen. Das finde ich ganz, ganz schade. Übrigens befinde ich mich hier auf dem Europa-Wanderweg Nummer 1. Der führt vom Nordkap bis nach Sizilien. Sizilien unten gekennzeichnet ist vom Nordkap bis etwa in der Mitte von Italien. Ist der Weg schön markiert und von dort weg bis nach Sizilien wäre gleich noch die Markierung. Kommt vielleicht aber auch noch in ein paar Jahren. Und ich mache vorerst mal den deutschen Teil. Bin vor, was sind jetzt das, 3-4 Jahren schon, bin ich an der dänischen Grenze gestartet und habe doch jetzt schon Heidelberg erreicht. Und möchte dann noch den ganzen Weg machen nach Konstanz. Das heißt, das Zeichen von diesem Europa-Wanderweg. Da ist auch ganz voll. Was noch interessant ist an diesem Weg, ich habe bis jetzt nicht so viele Wanderer angetroffen. Ich weiß noch ganz am Anfang, habe ich ein junges Ehepaar getroffen, die hatten so einen Wagen konstruiert, der konnte am Körper angebunden werden und wurde so und mit Rädern auch gesehen und konnte so nachgezogen werden. Und man hat beide Hände frei. Aber ich kann mir an gewissen Stellen nicht so gut vorstellen, wie man mit so einem Gefährt durchkommt. Da hat auch wieder diese Steine im Wald. Nicht so viel wie beim Aufstieg. Aber es ist doch endlich. Da ist eine nasse Stelle. Also auf einigen Hübschen überqueren. Temperaturen sind sehr angenehm zum Wandern, zu kalt, auch nicht zu warm. Wobei manchmal habe ich ein bisschen Angst, es könnte auf einmal mit Regen anfangen. Aber bis jetzt hält sich das Wetter sonst ja auch einigermaßen gut. Romantisch im Wald zu laufen. So, endlich habe ich den Wald verlassen und bin im ersten Dorf angelangt. Dieses Dorf heißt Weiberg. Noch ziemlich groß. Die Anhöhe oben. Aber fast wie ausgestorben.
wirklich ein großes Dorf, 70 Stämme. Da vorne ist das einzige spektakuläre Haus, ein Rittaus, das ich in diesem Dorf gesehen habe. Und noch weiter vorne kommt die Kirche. Schönes Haus. Das ist doch da hinten. Anderen alten Häuser alle abgebrochen worden sind. Doch warum? Dass nur dieses eine Haus da steht. Na jetzt. Jetzt die Kirche hoch. Kirche oben muss ich dann rechts abbiegen. Habe ich das Dorf wieder verlassen. Da weit vorbei. Also, wirklich noch besser gesagt auf das Dorf. Große alte Bäume. Die Gegend hier, wo ich mich jetzt noch befinde, gehört noch zum Odenwald. Und auf meiner heutigen Wanderung werde ich aber den Odenwald verlassen und komme dann in das sogenannte Reichstau. Hier habe ich wirklich ganz eine schöne Aussicht. Wahrscheinlich würde ich noch weiter sehen, wenn das Wetter auch noch besser wäre. Hinter ein schöner Herbstwald, der natürlich auch schön über die Sonne scheinen würde, aber das ist ja praktisch nicht der Fall. Ja, jetzt habe ich keinen Regen durch diesen Wald. Wald kommen. So, da habe ich wieder ein Dorf. Wobei dieses Dorf streife ich nur, das heißt Frau Angeloch. Da hier befinde ich mich auf einer alten Römerstraße.
Weströmischen Reich. Und da wieder ein schöner Blick. Okay, das ist ein Seitental von Neckar. Seit diesem großen Aufstieg geht es jetzt fast alles nur noch bergab. Wieder ein wunderbarer Weitblick hier in die Rheinebene runter. Dieser lange Weg, eine ehemalige Römerstraße. Und da vorne, bei dieser langen Hecke, endet der Odenwald und fängt das Kraichgau an. Das ist der Grenzstein. Von hier an bin ich also im Reichgau. Und nach dem Reichgau kommt, was auch bei uns Schweizer sehr bekannt ist, der Schwarzwald. Aber da sind jetzt noch ein paar Kilometer zurückzulegen, bis ich dann beim Schwarzwald ankomme. Alles gerade, das haben die Römer damals gemacht. Schöne ab und zu einen Kurve reinzumachen. Das ist alles so gerade zu landen. Na jetzt. Hier werde ich mit einem schönen Ausblick hier belohnt. Werden auch immer dichter. Ich hoffe immer noch, dass das Wetter noch ein bisschen hält, dass ich nicht in den Regen reinkomme. Schönes Rapsfeld, volle Blüte. Das erste, das ich heute sehe. Thank you.
alles gerade. Von dorthin, von diesem Wald, komme ich. Hier geht es wieder weiter. Hier auf diesem Feld wurde Zuckerrüben angepflanzt. Da vorne sieht man noch diese riesige Haufen, die warten noch auf den Abtransport für in die Zuckerfabrik. Haufen. Da gibt es ziemlich viel Zucker. Das ist der einzige Haufen. Weiter oben macht es noch einen. Wir machen mal einen Blick zurück ins Rheintal. Keine Zeit, mich hier ein wenig auszuruhen. Weil ich muss ja dann wieder in Mühlhausen auf den Bus und dann Richtung Karlsruhe, dass ich dann den ICE Richtung Schweiz erreiche heute Abend. Einfach schön da oben, diesen Ausblick, den ich da habe. Die Wege sind hier sehr sauber, auch gut gekennzeichnet, wobei ich führe mich ja auf der ganzen Wanderung durch Komoot, also Komoot sagt mir bewusst, was ich muss. Ich plane auch die Wanderungen vorher alle zu Hause und das klappt eigentlich ganz gut. Da habe ich keine Ahnung, was es ist. Wir gehen noch gerade.
hatte ich jetzt den ersten Niederschlag. Aber der hat zum Glück nur kurz angedauert. Und jetzt befinde ich mich hier zum letzten großen Aufstieg. Weil der ist noch lange nicht so schlimm wie der erste. Von Stuttgart her Richtung Rheinland. Die andere die Richtung Mannheim, dann weiter nach Frankfurt. Und fahren oben dann auf dieser Autobahn vorbei. Hier in der Nähe, aber ich kann jetzt im Moment nicht sagen, wie dieser Ort heißt. Übrigens ein großes technisches Museum. Dort ist auch eine Concorde ausgestellt. Und noch andere Flugzeuge. Wegführung ein bisschen geändert, war anders als auf meiner Karte eingezeichnet, aber ich finde da ganz interessant. Ich habe das schon zu Hause bei der Planung festgestellt, dass der Weg wahrscheinlich an einem anderen Ort steht. Das hat sich dann wirklich auch so gezeigt da. Ich habe es auch schon so nach der neuen Route eingeplant und gemacht. Aussichtsplattform für die Jäger. Wieder in das Tal runter und auf der anderen Seite wieder berghoch. Und ich spüre es jetzt auch natürlich schon ein bisschen in den Beinen. Das ist doch eine ziemlich lange Tour heute mit etwas, sagt über 27 Kilometer. Hier werde ich wieder mit einer wunderbaren Aussicht belohnt. Berge habe ich erreicht. Das ist schon jetzt fast an meinem Etappenziel in Mühlhausen im Reichgau. So, hier geht es jetzt Richtung Dorf runter.
möchte mich hier schon bei euch bedanken, dass ihr bis zum Schluss mein Bild zugeschaut habt. Und hoffe auf ein andermal. Ja, hier fängt es jetzt doch auch an, langsam zu regnen. Aber ich ziehe durch, ohne Regenschutz noch. Weil es sind jetzt wirklich nur noch ein paar Meter bis zu meinem Ziel. Für die Kirche von Mühlhausen. Ich werde übrigens hier wieder weiter wandern. Ich weiß noch nicht genau wann. Ist auch noch ein großes Dorf mit einer großen Kirche. Platz. Ein Denkmal vom Zweiten Weltkrieg und daneben die Tafel von meinem Weg, den ich da wandere in Deutschland. Europa, der Wanderweg Nummer 1. So, noch den schönen Bach überqueren. Und jetzt nähere ich mich der Haltestelle da vorne, wo ich dann den Bus nehmen werde. Den Bahnhof zu erreichen und von dort dann mit dem Zug Richtung Karlsruhe, Basel, hier nach Hause ins schöne Berner Oberland fahren. Nochmal besten Dank und bis zu meinem nächsten Film. Tschüss.